Leute, hier ist Jonas von Schools of Trust und ich habe die Ehre, euch heute begrüßen zu dürfen zu unserem neuen YouTube-Channel, der mit dem Video über Heckenbeck, über das ihr jetzt seht, an den Start geht. Wir haben lange darauf gewartet, seit dem Juni ist viel Zeit vergangen, in dem wir unfassbar viele geniale Projekte vorantreiben konnten und jetzt ist es endlich soweit, dass wir mit YouTube starten können und das wird nicht nur dieses eine Video bleiben, sondern da werden ganz viele Videos kommen. Alle 3 Wochen haben wir vor, ein neues Video zu veröffentlichen und ihr könnt uns gerne in die Kommentare irgendwelche Vorschläge schreiben, Wünsche, was ihr gerne sehen würdet, Themen, über die ihr gerne mit uns sprechen würdet, was euch interessiert und wir werden auf jeden Fall darauf eingehen, wir bleiben aktiv mit euch und es wird eine hammergeile Zeit werden, wir freuen uns mega drauf und es ist einfach wunderbar, dass ihr dabei seid. Die Bildungsrevolution hat begonnen. Auf die Freischule Heckenbeck und bin in der 3. Klasse und komme in die 4. Ich bin Felix Ordemann, ich arbeite seit 2009 an der Schule in Heckenbeck und mache jetzt seit ein paar Jahren die Schulleitung. Gestartet ist unsere Schule in 2001, vor allem orientiert an den Ideen von Rebecca und Mauricio Wild und Maria Montessori. Und da spielt halt stark, gerade bei den Wilds, spielt stark diese vorbereitete Umgebung und eine non-direktive Haltung der Erwachsenen eine Rolle. Das heißt, es ging vor allem darum, die Kinder so behütet und kuschelig, sage ich immer gerne, aufwachsen zu lassen und auch ganz wenig vorzugeben, also auch keine Kurse, Angebote in der Art, wie wir das zum Beispiel heute machen, sondern eher wirklich die Idee dahinter, dass die Kinder ganz frei sich entfalten sollen. Viel davon kann man heute im Vergleich mit anderen demokratischen Schulen bei uns noch erleben, glaube ich. Also einmal, dass wir in diesem Dorf sitzen, also was ja an sich schon sehr kuschelig ist, und dann aber eben auch dieses, ja, so eine Art Einrichtung oder die Haltung von vielen Mitarbeitern, die noch da ist, die so sehr, ja, einfach sehr behütet und präsent sind im Alltag. Und über die Jahre haben wir viel uns orientiert nach außen, einfach zu gucken, was passt für uns noch rein, was wollen wir gerne machen und dann machen wir das halt. Und so sind in den letzten Jahren stark demokratische Strukturen dazu gekommen. Unsere Schule ist eingeteilt in 3 Altersstufen. Es gibt also die Altersstufe der Primaria, das sind die Kleinen, Klasse 1 bis 4. Dann gibt es die Altersstufe der Sekundaria, das ist Klasse 5 bis 7. Und die Altersstufe der Tertia, heißt das bei uns, Klasse 8 bis 10. Die haben alle so eigene Räumlichkeiten, in denen sie sich aufhalten können oder die eben auf ihre Bedürfnisse eingerichtet sind. Grundsätzlich ist es so, dass bei uns die Kinder ihren Tag selbst gestalten. Also da hat man halt keinen Unterricht. Also doch schon. Aber halt, man kann sich aussuchen, ob man Unterricht hat oder nicht und in welche Kurse man geht. Einige haben für sich feste Stundenpläne gemacht, da es ja auch feste Angebote und Kurse an unserer Schule gibt, die halt freiwillig sind, aber schon fortschreitend. Unsere Erfahrung und auch unsere Überzeugung ist, dass Menschen, die was tun, was sie interessiert, und das in ihrem Tempo machen und mit den Leuten, mit denen sie da Bock drauf haben, machen das erstens viel besser, zweitens viel schneller und drittens bleibt das einfach für die gespeichert. Also die verbinden das mit Freude und Spaß und dadurch werden die Ergebnisse einfach viel besser. Das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, dass wir sehen und auch jeder, glaube ich, selbst an sich merkt, wie das ist, wenn man möglichst ungestört aufwachsen kann. Wir können bei vielen beobachten, dass sie mit einem gesunden Selbstwert durch die Gegend laufen, mit einer gesunden Einschätzung der Selbstwirksamkeit, wie man das so schön nennt. Also dieses, natürlich kann ich das und das tun, wenn ich da Lust drauf habe, wenn mir jemand hilft oder wenn ich das möchte. Also zuerst wollen wir hier in der Schule arbeiten, bis wir genug Geld haben. Dann wollen wir einen Reiterhof gründen und Reitstunden anbieten. Und dann da auch ein paar Konzerte geben, weil wir alle auch Sängerin werden wollen. Ja.
Und das ist das, was mich total fasziniert, jeden Tag, dass das selbstverständlich ist. Und dadurch bleibt es immer interessant und ganz viel lustig, weil es so ungestört ist. Also weil nicht dieses verkrampfte, oh Gott, habe ich das jetzt richtig gemacht, so ständig da ist. Und in dem Moment, wo das weg ist, das glaube ich, weiß eigentlich jeder, in dem Moment, wo die Skrupel fallen, da wird es dann wirklich lustig. Und da passieren auch ganz oft die entscheidenden Sachen. Da kommen einem gute Ideen, da fühlt man sich verbunden. Und das ist was ich hier ganz viel erlebe. Ein ganz anderer wichtiger Teil ist für mich noch dieses Thema mit dem mit der guten Beziehung zwischen den Erwachsenen oder den Mitarbeitern und den Schülern. Ich glaube, das ist ein ganz großer Aspekt auch, dass da eine Vertrauensbasis ist. Und auf so einer Ebene von Vertrauen kann einfach ganz viel auch Thema sein. Ich glaube, das ist das ganz große Plus, dass die sich von uns einfach nicht bewertet fühlen. Ich finde die Schule sehr gut. Ja, und jetzt muss ich auch zur Kekszeit.